Herzlich willkommen zu meinem Video. Einfach Videos bearbeiten. So schnell geht's mit Windows 10 Fotos. In einem vorgehenden Video habe ich dir gezeigt, wie du in ein MP4 Video, also ein normales Video unter Windows 10 mit der App Windows Fotos, die ist also schon dabei, etwas hineinschreiben und hineinzeichnen kannst. Es geht wirklich sehr rasch und gezeigt, wie man etwas anspruchsvoller arbeiten kann. Ich habe mir hier wieder ein Video hereingeholt. Rechte Maustaste. Ich öffne es mit meiner App. Öffne mit Fotos. Und kommt dann in diese Windows 10 App hinein. Es wird hier abgespielt. Ich habe meinen YouTube-Kanal ein bisschen abgefilmt und ein bisschen was dazu gesagt und möchte das jetzt hier bearbeiten. Ich gehe auf Bearbeiten und erstellen und wähle mir hier ein Video mit Text erstellen. Und schon habe ich hier die Benutzeroberfläche. Ich muss meinen Dateinamen hier festlegen. Mein erstes Video. Video XX. Klick auf OK, habe schon Dateinamen, die könnte ich hier oben dann nochmal verändern. Ich habe jetzt hier ein langes Video, 32 Sekunden lang. Wenn ich hier durch die Timeline durchgehe, siehst du, an welcher Stelle ich dann bin. Und als erstes möchte ich einmal mein Video zuschneiden. Zuschneiden heißt, ich kürze es am Anfang und am Ende. Ich gehe auf Zuschneiden und kann dann hier festlegen mit den Schiebereglern, wie viel vom Anfang ich wegnehme und wie viel vom Ende ich wegnehme. Ich gehe dann hier zum Beispiel her, gebe etwa immer eine Sekunde weg, klicke auf Fertig. Das Video wurde schon zugeschnitten, das heißt, die Länge wurde dementsprechend dann auch kürzer. Wenn ich hier Lautstärken verändern will, klicke ich hierher, lauter, leiser, ja, je nachdem, was ich hier dann wähle. Dann möchte ich einen Titel einfügen, ich nehme hier die Titelkarte hinzufügen, Schaltfläche, klicke mit der linken Maustaste drauf, füge hier etwas ein und da lege ich als erstes einmal die Anzeigedauer fest dafür. Die lege ich jetzt mal auf 2 Sekunden fest und schon hat sich hier die Anzeige verändert. Wenn ich den Text hier bearbeiten möchte, du siehst, ich habe jetzt hier drauf gedrückt, was Falsches gemacht, gehe auf hier rückgängig machen. Wenn ich hier diesen Text hier bearbeiten möchte, dann gehe ich hier auf Text, schreibe hier etwas rein, zum Beispiel mein erstes Video und kann hier schon sehr einfach bestimmte Vorlagen verwenden. Das siehst, wenn ich also durchklicke, habe ich ein paar, ich bleibe gleich einmal bei Sonic. Legt dann hier fest, an welcher Stelle das Ganze dann ist. Hier, hier, wo auch immer. Und klicke auf Fertig. Wenn ich zufrieden bin mit dem Layout hier, mit dem Textstil und mit dem Bereich, wo es eben angeordnet wird. Klicke jetzt hier auf Fertig. Und habe dann dementsprechend hier schon meinen Titel. Ich klicke hier drauf. Sehe dann mein erstes Video und er springt dann weiter. Wenn ich jetzt hier im Hintergrund eine Musik laufen lassen möchte, klicke ich auf Hintergrundmusik. Und habe hier die Möglichkeit, mir dann, ich mache mal die Musiklautstärke etwas hinunter und kann mir dann vorgefertigte Musik aussuchen. Ja, bleibe ich von mir bei Entdecker, mache die Lautstärke etwas leiser und klicke hier auf Fertig. Dementsprechend würde er dann, wenn ich hier dann starte, spiele auch dann schon diese Musik an. Die läuft im Hintergrund dann auch dementsprechend dann weiter. Es ist dann immer so eine Kunst, dann genau festzulegen, wie laut die Musik ist, dass es nicht gerade störend ist. Ich mache es noch ein bisschen leiser. Ja, gut. Ich habe hier einen zweiten Teil und jetzt geht es darum, dass ich diesen Teil hier dann mit verschiedenen Effekten versehe. Und jetzt ist es bei diesem Programm so, dass ich einen Effekt immer nur auf einen einzelnen Teil anwende. Das heißt, wenn ich jetzt ja alle Effekte dann hereinnehme, dann würde das gesamte Video davon betroffen sein. Ich möchte aber nur bestimmte Teile davon nehmen. Deswegen teile ich dieses Video hier auf. Ich wähle mir den Teil hier aus, klicke auf Aufteilen. Und stelle mir hier dann zum Beispiel einen Teil ein, der dann vielleicht 3 Sekunden ist, klicke auf Fertig und habe dementsprechend dann hier einen kürzeren Teil und hier einen längeren Teil. Und das mache ich jetzt so, dass ich diesen längeren Teil insgesamt dann, habe ich, dass ich hier dann 7 Teile habe. Und das geht immer auf dieselbe Art und Weise, nämlich mit Aufteilen. So, ich habe jetzt diesen Teil in 7 Teile aufgeteilt. Ich habe hier mit dieser Aufteilen-Funktion gearbeitet und kann jetzt zeigen, welche Effekte wir hier bei Windows 10 Fotos dann haben. Ich kann hier nämlich jetzt auch noch zusätzlich hier für diesen Teil hier dann eine Hintergrundmusik zulegen, nämlich eine Musik, die ich selber hier auf meiner Festplatte habe. Ich klicke auf Audiodatei hinzufügen, wähle hier meine Musik aus. Von der Länge her mache ich es vielleicht ein bisschen kürzer und klicke dann auf Fertig. Und ab der Stelle würde dann auch noch meine Hintergrundmusik kommen, wenn ich jetzt hierher gehe. Ja, habe ich dementsprechend die relativ laut, dann gehe ich ein bisschen runter von der Lautstärke
Aber sehe Hintergrundmusik. Wenn ich hierher gehe, kannst du dich erinnern, ganz leise, habe ich die Hintergrundmusik von dieser App. Dann habe ich hier meine eigene. Und jetzt möchte ich über diesen Teil, was wir hier machen könnte, noch zeigen. Du kannst dir nämlich auch noch einen Text hinzufügen. Ich kann dann hierher gehen, auf Text hinzufügen, könnte wiederum dann sagen, zum Beispiel, Hallo, nehmen wir dann eine andere, also ähnlich wie bei der Titelfolie zum Beispiel. Was macht dann ein bisschen mehr her? Ja, das Hallo zum Beispiel. Klick auf Fertig. Das würde dann genau in diesem Teil hier dann dementsprechend dann einblenden. Ja. Wenn ich hierher gehe, wird das nicht mehr eingeblendet. Wenn ich hierher bin wiederum, würde das dann eingeblendet werden. Wenn ich hergehe, würde Hallo kommen. Ich komme dann in den nächsten Bereich und habe dementsprechend dann noch nichts. Und dann möchte ich dir dann aber zeigen, wie du hier eine Bewegung festlegen kannst. Schau mal, was da an Bewegung möglich ist. Geh auf Bewegung. Es macht wahrscheinlich am meisten Sinn, das mache ich hier abbrechen, wenn man hier einen längeren Videoteil nimmt. Nehmen wir diesen hier. Geh da auf Bewegung. Und nehmen wir dann zum Beispiel, was nehmen wir uns denn da von der Mitte aus? Schauen wir, was da funktioniert. Klick auf Fertig. Und starte es wieder an der Stelle, wo ich diesen Effekt habe. 30 Sekunden lang. Und er verändert sich ein bisschen, geht er mitten hinein, vergrößert, verkleinert. Ja. Dann gehe ich wieder zu dem Bereich hinein, wo ich noch nichts gemacht habe. Und da möchte ich die Geschwindigkeit verändern. Das heißt die Abspielgeschwindigkeit. Da habe ich ja normal festgelegt. Und ich könnte hier zum Beispiel es dann besonders langsam machen. Gehen wir hier auf langsam. Ja. Spiele es hier an der Stelle dann zum Beispiel ab. Klicke drauf. Du siehst, es scrollt dann praktisch überhaupt nichts mehr oder sehr langsam. Ja. Sind hier jetzt 45 Sekunden geworden aus dieser Geschichte dann. Vielleicht sollte ich hier die Bewegung dann nochmal wieder verändern. Habe ich etwas Falsches gedrückt? Ich wollte die Geschwindigkeit und beschleunige das Ganze dann. Bin jetzt damit zufrieden. Ja. Und das Ganze ist schon dementsprechend kürzer geworden. Vor 3 Sekunden war es hier nur noch 3 Zehntel oder 4 Zehntel. Das Video lang. Du siehst, das ist dann viel schneller durchgegangen. Gut, ich bin jetzt hier und möchte dann zeigen, wie man einen Filter hinzufügen kann. Ich gehe hier auf Filter, habe eine Reihe von Filtern und könnte hier zum Beispiel sagen, okay, ich mache das Ganze dann in einem Schwarz-Weiß-Kontrast. Gehe also dann hier hinein in diese kurze Variante Das Video und dann spult ist. er, wählt den Filter dann hier an. Und der Filter ist dann praktisch nicht mehr gültig, wenn ich hier in diesem Bereich bin. Aber in diesem Bereich möchte ich dann einen 3D-Effekt dann einfügen. Es ist nicht schwer zu raten, wo ich hingehe auf 3D-Effekt. Und habe hier mehrere Möglichkeiten. Ich könnte hier zum Beispiel, das habe ich vorhin gerade verwendet, eine Explosion verwenden, nämlich einmal einen Brand. Ja, kann ich die Lautstärke einstellen, lasse ich einmal so. Klicke auf Fertig. Und wenn ich hier diesen Teil abspiele, schauen, was dann passiert. Dieses Video können. Dann hätte es irgendwo brennen sollen. Gehen wir nochmal hin auf den 3D-Effekt. Die Explosion hat mir besser gefallen. Da sieht man es. Ja. Da ist die 3. Da ist der Brand. Den kann ich ihn von der Größe auch dann besser einstellen. Klicke auf Fertig. Hoffentlich funktioniert das jetzt. Ja. Klicken wir da drauf. Und du siehst, das ist dieser Brand dementsprechend dann kurz gekommen. Ja, ich hoffe, dass dir die Kurzeinführung da in dieses Windows 10 Fotos gefallen hat. Du siehst, man kann ganz einfach mit einfacher Art und Weise das Video schneiden. Natürlich solche umfangreichen Dinge wie bei Shotcut, wie ich es in einem anderen Video gezeigt habe, oder mit anderen Videoschnittprogrammen sind nicht möglich. Aber so für den Hausgebrauch ein Video nehmen, kurz beschriften, ein paar Effekte einfügen, zuschneiden, Titel und so weiter auf die Schnelle ist sicherlich auch mit dieser App möglich und ich würde es dementsprechend auch einmal empfehlen. Probier es einfach einmal aus. Und wenn du dein Video natürlich speichern möchtest, Video fertigstellen, du kannst dir die Qualität einstellen auf Exportieren. Frag mich nach dem Speicherort, Speicherplatz. Je nachdem, wie schnell dein Computer ist, wird das Ganze dann hier exportiert. So, das Video ist fertig und spielt es schon ab. Wenn ich hier durchgehe, sieht man dann schon auch die ganze Geschichte und ich habe hier ein bearbeitetes MP4-Video. Ja, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns sicherlich bald wieder im nächsten Video.